Wir sind auf dem Weg auf unserem 6000 Kilometer Roadtrip durch Südosteuropa und wir fahren jetzt nach Prag. Jawohl, wird geil. Auf geht's. Mein Kumpel Chris und ich konnten es kaum erwarten, loszufahren. 9 Länder in 10 Tagen. Sicher ist, dass es vor allem eine Herausforderung für unseren 22 Jahre alten Audi werden wird. Prag liegt hinter uns und wir machen uns auf quer durch die Tschechische Republik. Eine wunderschöne Strecke in Richtung Slowakei, wobei wir bewusst nicht nur auf der Autobahn unterwegs sind. Hat sich echt gelohnt, auch ein paar Umwege zu fahren. Bratislava, sei bereit! Unser Zimmer für heute in Bratislava ist auf einem Schiff. Ghost Ship! Keine Zeit auszuschlafen. Wir müssen weiter. Ab nach Budapest, eine der schönsten europäischen Städte, wie ich finde. Ich war schon oft dort, für Chris ist es aber das erste Mal. Ich denke, es wird ihm gefallen. Hier in der ungarischen Pushta. Wunderbar, alles ganz flach, kein einziger Hügel und er hat es mir nicht geglaubt. Hey, kein einziger Hügel, darauf erstmal ein fröhliches, dreifaches. Budapest, Tag 3 und wie schön ist diese Stadt? Eine unglaublich schöne Stadt. Aber schon am nächsten Tag heißt es. Und heute geht es nach Rumänien. Jawohl, nach Rumänien! Ah! Now put your hands up! Now put your hands up! Now put your hands up! I wanna say hey, hey, it's a new day! It's a new day. I wanna say hey, hey. It's a new day. It's a new day. So, jetzt haben wir Esti und Claudia getroffen. Hi. Hi.
Sie ist ein Instagram-Follower von mir und hat mich angeschrieben, weil sie gesehen hat, dass wir hier in Timișoara sind. Tschüss! Guten Morgen und es geht weiter. Erstmal schön frühstücken. Mahlzeit. Und dann fahren wir heute nach Serbien, nach Belgrad. Aber vorher haben wir noch was Cooles vor. Das seht ihr gleich. Der Očiul Bajuliosee ist unser nächstes Ziel. Versteckt im Wald wollten wir aber auch nochmal baden gehen. Bei 4 Grad Wassertemperatur. Nach einem Tag Pause in Belgrad hatten wir einen weiten Weg nach Skopje vor uns. Das erste Mal in Mazedonien. Skopje, die geilste Stadt der Welt. Piratenschiffe. Griechische Gebäude. Chinesische Mauern. Und riesige, kitschige Monumente. Das ist die geilste Zusammenstellung an Gebäuden auf der ganzen Welt. Der Spaß war aber leider nur von kurzer Dauer. Am nächsten Morgen bin ich ganz dumm mit meinem Fuß umgeknickt und der Urlaub war gelaufen. Diagnose: Sprunggelenk gebrochen. Na, großartig. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus, ja. Ich bin immer noch für Methode Bein ab und Holzbein. Der Piratenschiffer hat aber auch Holzbeine im Krankenhaus. Ja, wir gucken jetzt mal und dann entscheiden wir, wie es weitergeht mit uns hier. Tausende Kilometer von zu Hause mit dem Auto, das ist gut. Uns blieb nichts anderes übrig, als wieder nach Deutschland zu fahren. Ich musste in ein richtiges Krankenhaus. 55 Stunden Autofahrt über den Balkan und die Alpen lagen aber noch vor uns. Hallo Kosovo! Albanische Grenze. Schon wieder sind wir an einer Grenze, diesmal nach Montenegro. Moin und wieder ein neuer Tag. Heute fahren wir den ganzen Tag durch Kroatien. So, nach einer durchgemachten Nacht und einer Fahrt durch Slowenien und Österreich sind wir wieder zu Hause. Zu Hause! In Mainz. Was für eine Rückfahrt. Morgen gehe ich zum Arzt mit meinem Fuß. Was für eine Rückfahrt. Ist das anstrengend. Wir sehen aus wie Scheiße.
Es reicht. Klappe zu.